willkommen in Dänemark. Ja, oder willkommen til Dänemark. Vielleicht war das jetzt richtig, ich weiß es noch nicht so genau. Also wir üben das noch. Schwierige Sprache. Ja, wir sind heute Morgen schon ein bisschen früher unterwegs und sind in Maxkopf. Ja, wir sind in der kleinen Stadt angekommen und wir schauen uns jetzt mal an, was es hier so gibt. Ja, den Hafen haben wir schon gesehen. Kommt, also kommt einfach mal mit. Am heutigen Tag kann ja nichts mehr schieflaufen. Ich habe das Fundstück des Tages schon hinter mir und ich habe eine neue Kappe. Wusstet ihr, dass es diese Kappe hier weltweit überall in Souvenirläden gibt? Aber es ist immer schwierig, die in Schwarz zu finden. Aber Dänemark hat eine Ähnlichkeit mit dieser. Way! So, und wo vertrödeln wir natürlich in einem neuen Land am meisten Zeit? Im Supermarkt. Im Supermarkt. Das ist was wie ein Museum, ey. Das ist richtig cool. Ja, es war jetzt kurzer Regenschauer. Deshalb haben wir uns dann einfach mal in den Supermarkt geflüchtet und sind, keine Ahnung, eine gefühlte Stunde nicht mehr rausgekommen. Aber mit dem Geld hier komme ich noch nicht so klar. Wer macht eine Währung, die man durch 7 teilen muss? Was ist denn das für eine Zahl? 7? Ja. Also da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen, aber das wird schon, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Läuft. Und wir haben einen Tipp bekommen. Ja, was können die Pataschas noch sehr gut außer im Supermarkt einkaufen? Essen. Also, und oh Glück, wir haben Mittag. Ja, und das trifft sich sehr gut, weil hinter uns gibt es einen Café, das heißt Café Bita. Da soll es wohl sehr leckeres Essen geben und ich glaube, wir gehen das jetzt mal auschecken. Wir müssen das jetzt probieren. Ja, also. Statement zum Café Bita, sehr lecker, Daumen hoch. Gezahlt haben wir 194 Kronen, das sind umgerechnet 26 Euro, glaube ich. Kann ja rechnen. Ich habe vorher den Währungsrechner bedient, also ich habe geschummelt. So, und wir müssen uns jetzt beeilen, denn wir haben einen Termin heute Mittag. Ja. Und wo es hingeht, seht ihr gleich. Wir stehen jetzt hier am vereinbarten Treffpunkt und warten auf unseren Guide, der uns die Dodekalitten zeigt. Wo sind wir denn hier gelandet? Wow. Ja, ein sehr, sehr faszinierender Ort. Mysteriös. Ja, ich glaube, ihr hört die Geräusche. Also es ist sozusagen das Wahrzeichen von Lolland. Mini Stonehenge oder Stonehenge 2 wird es auch mal genannt. Modern, richtig cooles Ding. Es ist ein Kreis, ein Steinkreis. Ich kann es mal zeigen. Way von 12
hier bin ich wieder. Von 12 Statuen. Ja, und das Ganze ist aber ein Kunstprojekt, was sich mittlerweile schon seit 8 Jahren zieht. Und es sind wahrscheinlich noch 8 weitere Jahre geplant, weil die Statuen, die Steinköpfe sind noch immer nicht ganz fertig. Also 5, glaube ich, von 12 habe ich jetzt gezählt, sind schon soweit fertig, aber an den anderen wird noch immer gearbeitet. Alles Handarbeit. Und alles von einem einzigen Künstler angefertigt. Also uns wurde gesagt, die Anfertigung eines solchen Steinkopfes dauert ungefähr 1 Jahr. Und 12 Millionen Hammerschläge. Auf jeden Fall, wir können es nicht beschreiben, wie das sich hier anfühlt. Mit der Musik, mit dem Ton im Hintergrund, besucht das Ding hier. Ja, das ist mega. Sehr, sehr mystischer Ort, würde ich jetzt auch mal sagen. 3/4 der Zeit spielt die Musik und 1/4 der Zeit ist einfach nur Stille. Und dann, ja, am besten ihr kommt her und schaut es euch selbst an. Sehr, sehr faszinierend. Also eine richtig geile Chill-Out-Zone. Cool. Eine weitere Attraktion hier in Dänemark ist die Margeritenroute, eine Ferienstraße, die sich über 3000 Kilometer durch ganz Dänemark zieht, unter anderem auch über die dänischen Ostseeinseln. Und weil wir ja die schönsten Straßen Europas suchen, werden wir die jetzt ein bisschen fahren. Wir sind mittlerweile 2 Kilometern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Gleich am Ziel. Wir sind zurück in Nakskov und suchen gerade nach unserem Campingplatz, wo wir dann die nächsten Tage verweilen werden. Das wird sozusagen unsere Base, von der wir uns dann immer in die verschiedenen Richtungen bewegen hier auf Lolland. Ja, wir suchen noch ein bisschen weiter dann und oder hören, was das Navi uns so zu sagen hat. Way, wir haben eingecheckt und sind auf dem Campingplatz. Ey, das Wetter spielt heute aber richtig mit. Also ein Lob ans Wetter. Wir stehen jetzt auf dem Nakskov Fjord Camping. Ist ganz nett hier. Direkt und am Meer. Ja. Da hinten gibt's Strand. Ja, wir waren noch gar nicht da. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um, würde ich sagen. Und den Platz, den zeigen wir euch, wenn die Sonne mal wieder richtig scheint. Ja. Ich glaube, das war ein erfolgreicher erster Tag. Wir haben schon sehr viele Eindrücke bekommen. Bis jetzt gefällt Dänemark uns sehr gut. Ich bin jetzt kaputt. Ja, ein bisschen müde sind wir jetzt doch. Und morgen geht's dann weiter. Ja, bis dann. Einen schönen guten Morgen vom Frühstückstisch. Tag 2 unserer Dänemark-Reise startet heute. Wir fahren heute nach Maribo. Ja, also nicht Haribo, sondern Maribo. Es hat nichts mit Gummibärchen zu tun. Aber ich habe hier so eine Broschüre gestern am Touristinfo mir geholt über die ganze Region. Und da steht so einiges über Maribo drin. Also das scheint sehr, sehr spannend zu werden dann. Also sehen wir uns diese Stadt mal an. Heute Nachmittag haben wir aber noch einen ganz speziellen Termin. Wir gehen in ein Kunstmuseum. Ja,
Das haben wir noch nie zuvor gemacht. Visit Denmark schickt uns in ein Kunstmuseum. Ich bin mal ganz gespannt. Also ich wollte schon immer mal in so ein Teil rein. Und wir haben uns aber noch nie getraut. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Also? Also ja, es wird wahrscheinlich wieder ein richtig spannender Tag heute. Ja, ansonsten lassen wir uns überraschen, was alles so passiert heute. Gucken uns ein bisschen die Landschaft unterwegs an. Und natürlich kommt ihr wieder mit. Angekommen in Maribo. Richtig schön ist es hier. Hinter mir seht ihr den Dom oder die Kathedrale. Über 600 Jahre alt ist dieses Gebäude und es ist wieder mal eine Anlaufstelle für den bekannten Jakobsweg. Einzigartig an Maribo ist aber auch, das liegt mitten in einem Naturschutzgebiet und es ist das größte Süßwasservorkommen Dänemarks hier. Mit einer Fläche von 1140 Hektar Seen, die man mit einem Sightseeing-Boot besichtigen kann. Man kann Wasservögel hier beobachten und man hat natürlich unendliche Möglichkeiten zum Spazieren. Ihr kennt uns und wenn wir in einem anderen Land sind oder in einem neuen Land, dann müssen wir natürlich ausprobieren, was es hier an Leckereien gibt. Ja. Und ich will jetzt mal behaupten, es ist kein Fehlgriff, den wir gemacht haben, aber es ist einfach größer ausgefallen als geplant. Ja, wir wollen natürlich wissen, wie schmeckt Dänemark und wir waren gerade beim Bäcker und haben uns eine Kanelstang, glaube ich heißt das, geholt. Wir haben gedacht, da kriegen wir jetzt so ein kleines Teilchen, aber sieht man das? Das Ding ist gefühlt ein Kilo schwer. Es ist ziemlich schwer und ich muss das jetzt irgendwie gleich ablegen, weil sonst fällt alles hier aus der Tüte raus. Also, wir probieren jetzt mal, wie Dänemark schmeckt. Also ich reiß das jetzt einfach mal auseinander. So sieht das aus. Sehr viel Zimt, aber ich mag das. So, und wir sehen uns jetzt ein Kunstmuseum an und ich denke ja mal, da werden wir euch nicht mit reinkriegen, also berichten wir euch nachher, wie es war. So, wir sind raus. Kunstmuseum und wir. Das war gar nicht mal so übel. Ja, also ich fand es gar nicht mal so schlecht. Da
hängen wirklich ein paar richtig coole Bilder da drin. Also für euch, wenn euch das interessiert, der Preis, um da reinzukommen, es kostet 85 Kronen Eintritt. Und was ich ein bisschen, nicht lustig, aber es hat mich ein bisschen gewundert. Kinder unter 26 Jahren kommen gratis rein. Ja, vielleicht war die deutsche Übersetzung auch nicht so gut. Aber man kann tatsächlich bis 26 Jahre kostenlos hier das Museum besichtigen. Sehr cool. Guckt euch das mal an. Ein paar gute, schöne, alte Porträts sind auch dort zu finden. Ja, das gefällt uns persönlich auch ein bisschen besser als diese modernen Sachen. Aber mit einem Punkt um Strich auf dem Blatt Papier kann ich nichts anfangen. So, und vom Kunstmuseum, zack, auf die Campingküche. So, hier gibt es massenweise Kochmöglichkeiten, Abspülmöglichkeiten. Ein Ofen oder cool. Eins, zwei, drei Ofen. Also haben wir uns mal aus der Van-Küche in die Campingküche reinverfrachtet. Und wir machen jetzt unser Grillfleisch für heute Abend fertig. Einen schönen guten Morgen, schon aus Bettys Fahrerkabine. Ja, wir sind schon wieder unterwegs zu unserer nächsten Verabredung, Tag 3 unserer Dänemark-Tour. Und bisher gefällt es uns richtig gut in Dänemark, oder? Ja, sicher. Ja, also was machen wir heute? Genau wissen wir es noch nicht. Wir fahren jetzt nach Saxkübing, glaube ich, heißt es. Eine ehemalige Handelsstadt, die sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen zur kulinarischen Hochburg gemausert hat, sage ich mal. Weil da gibt es ganz, ganz viel an lokalem Essen und Trinken. Und wahrscheinlich kriegen wir heute da eine kleine Kostprobe davon. Kostprobe? Ich habe immer noch Zimtgeschmack auf der Zunge. Ja, also das Frühstück heute Morgen war sozusagen der Rest unserer, Kanelstang von gestern. Die haben wir dann jetzt auch endlich aufgegessen. Aber lecker. Wir befinden uns jetzt hier im Saxkübing Farm Shop, also eine Art Marktladen hier im Hotel Saxkübing, dem bekanntesten Hotel der Stadt. Und ja, wir sind hier wieder mal im Essen- und Trinkparadies, sag ich mal. Wieder. Also genau unser Ding. Hier gibt es ganz viele Produkte von lokalen Bauern oder Weinhändlern, Brauereien aus der Region. Also hier findet man sozusagen alles von süß bis salzig. Irgendwie geraten wir da immer rein.
Ja, also ich glaube, die wissen, was wir mögen. Richtig aber, toll hier. Ja, ich glaube, wir gucken uns jetzt noch ein bisschen hier um und vielleicht nehmen wir auch noch das ein oder andere mit. Ganz bestimmt. Das war ja jetzt schon richtig interessant. Ein paar Leckereien haben wir eingepackt und jetzt sehen wir uns mal die Gegend hier an. Ja. So, wie ihr seht, kann das Wetter ganz schnell hier umschweifen. Wir wurden kurz mal nass, es hat kurz gehagelt. Und aber jetzt ist die Sonne wieder da. Jetzt scheint wieder die Sonne. Ja, also wir hatten jetzt eine sehr nette Unterhaltung und Begleitung an unserer Seite hier durch Saxgübing, glaube ich. ja, und zwar war das der Patrick von Visit Lolland Falster und der hat uns eine ganze Menge Sachen hier erzählt über die Region. Also sehr, sehr spannend war das jetzt. Ja. Und da die Sonne jetzt wieder raus ist, schlendern wir noch ein bisschen an dem Fjord hier vorbei und genießen ein bisschen die Landschaft. Wir sind zurück auf dem Campingplatz. Zack. In Saxgübing war es richtig cool. Ja, hat uns sehr gut gefallen. Und auch unser Local Guide, sage ich jetzt mal, war sehr, sehr gut. Also wir haben sehr viel erfahren über die Region Lolland. Überhaupt über Dänemark. Ja, und wie gesagt, auch dieses Hotel Saxgübing, das ist ja richtig cool. Also ein sehr, sehr altes Gebäude, noch mit früheren Ställen und so. Der Eigentümer hat uns ein bisschen herumgeführt. Hotel, Tascha meint diesen Farmshop, der im Hotel ist. Genau, weil da waren wir ja drin gewesen und das war der eigentliche Grund, warum wir da waren. Wir haben auch ein bisschen geshoppt. Also einmal haben wir hier so Apfelsaft von der Insel Feje. Und dann haben wir noch zwei Limos. Einmal Orange, einmal, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was Rot will haben. Aber cool. Ja, wir haben die letzten paar Tage viel erlebt und es wird auch weiter so gehen. Morgen haben wir mal einen Tag frei. Ja, muss euch ja mal ein Video schneiden. Ja, also, frei ist relativ. Ne? Morgen ist dann Arbeitstag, Video schneiden, Blogpost schreiben. Ja, und wir genießen jetzt noch ein bisschen hier die verbleibende Zeit am Campingplatz, weil gerade scheint die Sonne so schön. Ich glaube, ich hole mir ein Eis. Das wäre eine Idee. Also, dieses Video beenden wir hier. Ja, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Wir sind sehr froh, auch hier sein zu dürfen. Moment. Okay. Was kommt denn jetzt? Ah ja, richtig. Viele von euch haben uns gefragt, was ist mit Kaki passiert? Kaki lebt noch. Kaki ist in Rente. Kaki wurde zu groß und er passt leider nicht mehr auf unser Armaturenbrett. Ja, weil sonst sehen wir das Navi nicht mehr. Und das ist der neue? Das ist Monty. Monty kommt aus Montenegro und ist mittlerweile in Dänemark unterwegs. Ja, einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Wir hatten auf Instagram eine kleine Namenssuchaktion gestartet und da kamen halt ganz viele Antworten, die haben gemeint, der Kleine soll doch Monty heißen. Also das ist Monty in Zukunft mit uns auf Tour und Kaki ist auf der Homebase und genießt ein bisschen seine Frührente. Also keine Panik, dem geht's gut. Er lebt noch. Ja, also ich mache jetzt hier den Abschluss. Vielen Dank für alles. Abonniert den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben und wir sind raus. Wir sehen uns weiterhin hier in Dänemark. Ja. Tschüss. Tschüss. Wir sind zurück. Wir sind wieder auf dem Campingplatz. Tada! Hilfe!
Freak. So. Sind wir wieder hier auf dem Campingplatz. Ja, wir sind zurück auf dem Campingplatz. Das war jetzt blöd. Loving you.